Willkommen zu dem neuen Part von Isaac. Ja, im letzten Part haben wir das Glück gehabt und haben Tainted Lilith bekommen. Eigentlich war der Plan, zu Megasatan zu gehen, aber wir haben einen grandiosen Run bekommen, wo wir Delirium gekillt haben. Mal schauen, ob wir heute wieder so viel Glück mit dem Charakter haben. Das ist schon wieder Tainted Lilith. Cool. Dann würde ich sagen... keine Ahnung, will ich das Item? Eigentlich nicht, ne? Dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir heute zu Megasatan gehen. Weil, warum nicht? Wenn wir jetzt Tainted Lilith nochmal kriegen, oh ja. Dann können wir auch versuchen, zu Megasatan zu gehen. Können Lamp fertig machen und den ganzen Shit. Ja, stimmt. Lamp und so haben wir auch noch nicht. Tainted Lilith ist so ein guter Charakter. Ja, und weil wir Delirium besiegt haben, haben wir den coolen Gallo endlich freigeschaltet. Und jetzt können wir dieses kleine... Es ist ja anscheinend... Soll es irgendwie ein Embryo sein? An der Nabelschnur? Ja, ne? Das soll ja so irgendwie was sein. Den können wir jetzt auch mit anderen Charakteren kriegen. Ja, Leute, das bringt mir nichts, dass ich hier so viele rote Herzen habe, wenn ich kein HP abhabe. Das bringt mir alles nichts. Ich hätte gerne in dem Sacrifice Room was gemacht, aber... können wir leider nicht. Es wäre halt schön, wenn wir wieder so viel Glück haben wie im letzten Part. Im letzten Part haben wir Godhead und Sacred Heart bekommen. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Part wieder so viel Glück haben, aber wäre schon schön. Ja, den Tinted Rock nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Ja, wir schauen uns die Ebene nochmal an. Sehr gut. Es wäre halt so gut, wenn ich irgendwo ein HP-Abwehr bekomme. Komm schon, geht dahin. Wow. Super. Super, super, super. Hat mir effektiv gar nichts gebracht. Ja. Kein Schlüssel. Mal. Komm. Ich riech das HP ab bei dir. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst.
Mies. Ich will doch einfach nur ein HP abhaben. Wow. Ja, cool. Dann müssen wir hoffen, dass wir jetzt auf der Ebene irgendwie Secret Room, Angel Deal, von mir aus, hier, wie heißt's? Sacrifice Room. Oh, oh, oh. Das spawnt ein Boss-Item. Scheiße, jetzt muss ich mir die Bombe aufheben. Lucky Penny. Geld für. Würde ich aber schon sehr gerne mitnehmen. Das würde ich schon sehr gerne mitnehmen. Das können wir jetzt auch mitnehmen. So. Ja, dauert zwar ein bisschen, bis wir es aufgefüllt haben, aber könnte sich halt sehr lohnen. Willst du nicht mal spucken? Nee, natürlich nicht. Secret Room? Natürlich. Oh, ich weiß ja nicht. Ich kann mir das nicht leisten, HP down zu kriegen. Ja, nehmen wir mal mit. Kann man sich hinter verstecken. Ist ein bisschen defensiv. Ich muss nur aufpassen, wenn ich an irgendwelchen Pilzen vorbeilaufe, dass ich die damit nicht kaputt mache und Schaden nehme. Okay, komm schon, Angel Deal. Ja, der Schaden passt schon. Jetzt einen starken Angel Deal kriegen und dann ist alles cool. Oder wir kriegen einfach gar nichts. Okay, komm, weiter.
Einfach schön sicher spielen. Wenn du sie nicht peitschen kannst, dann soll Gallo einfach schießen. Dankeschön. Komm schon, Angel Deal. Ich brauche diesen Angel Deal. Sacred Heart oder Godhead, komm schon. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Schon stirb. Goldene Bombe. Sehr gut. Kein Soul Heart. Ich glaub's nicht. So. Dann werden wir mal gucken, ob wir die Secret-Räume finden. Ach, haben wir schon beide. Toll. Jetzt habe ich goldene Bomben und kann nichts mit denen anfangen. Weil natürlich haben wir schon alle Secret-Räume gefunden. Motherfucker. Boah, du Blob hier auch so stark. Kann ich aber nicht mitnehmen. Ich bezweifle ja mal, dass ich die Alabasterbox jetzt noch voll kriege hier. Eistiers. Auch in Ordnung. Ich bräuchte, glaube ich, nur noch zwei Soul Hearts. Ja, cool. Ich bräuchte, glaube ich, nur noch zwei Soul Hearts. Aber die kriege ich hier nicht. Ja. Ey, es war ein Versuch wert. Hätte ja sein können, dass da drin irgendwie was Gutes auf mich wartet. Ja, schade. Wäre schön gewesen, wenn ich Alabasterbox jetzt aufgeladen bekommen hätte.
dann vielleicht irgendwas Starkes bekommen hätte. Dann hätte ich es mit Duplo duplizieren können und dann. Dann wär broke gewesen. Dann. Wir können hier nochmal gucken. Vielleicht ist da ja ein Tinted Rock drin. Tinted Rock? Nö. Schade. Schade, schade, schade. Ich bin auf jeden Fall noch nicht so stark, wie ich gerne sein würde. Komm schon, Goldraum. Ja, komm. Spit drauf. Nehmen wir einfach mit. Bevor ich dann reroll und dann kriege ich nur Scheiße, nehmen wir das jetzt mit. Fehlt mir nur noch ein Soul Heart. Ein Soul Heart. Vielleicht kriege ich als Belohnung Soul Heart. Schade. Schade, schade, wäre zu schön gewesen. Okay. Aber wisst ihr was? Ich spreng euch lieber. Hat meine Angel-Deal-Chance nochmal drastisch erhöht. Komm schon, Blackheart. Du gibst mir jetzt ein Soulheart. Kann doch nicht wahr sein. Ich kann rein theoretisch zum Boss. Komm, schwarzes Herz. Mann. Hier ist auch nichts. War ich eigentlich schon? Ne, im Shop war ich auch noch nicht. Oh mein Gott, wie wurde ich nicht getroffen? Ja, okay. Das war klar, dass ich da getroffen werde. Oder war ich schon im Shop? Ich weiß es gar nicht mehr. Earthrow. Ja. Ja.
kein schwarzes Herz. Okay, das kann nicht sein. Ist natürlich ärgerlich jetzt. Secret Room? Schade. Boah, ey, dann könnte der Secret Room überall sein. Kacke. Lass mir von dir nicht meine Angel Dethrones nehmen. Okay, auf der nächsten Ebene müsste ich einen Angel Deal kriegen. Dann benutze ich die Alabaster Box im Angel Deal. Und dann habe ich 3 Angel Deal Items, die ich rerollen kann. Das ist der Plan. So. So. So, ihr könnt mir jetzt gerne Herzen droppen. Soul Hearts und sowas. Damit ich auch wirklich meinen Angel Deal kriege. So, weg mit euch. Werdet zu Tode gepeitscht. Das bringt mir alles nichts. Yes. Das brauche ich nicht. So, eigentlich Goldraum Shop und dann zum Boss. Sacrifice Room. Okay, nicht schlecht bis jetzt. Klar, könnte noch besser werden, aber ich kann nicht meckern bis jetzt. Oh. Dich nehme mit. Dich nehme mit. Ja, die Leben sind mir gerade wichtiger als alles andere.
auch nicht schlecht. Die Batterie ist halt wirklich nicht schlecht. Die Frage ist, gehe ich jetzt auf Nummer sicher? Ich würde sagen, ich gehe auf Nummer sicher. Okay, weiter müssen wir nicht machen. Jetzt sollten wir aber auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwie noch an den Soul Heart drankommen. Da komme ich nicht dran. Okay. Ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Lasst mich kurz überlegen. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe schon gesehen, dass ich gehittet werde. Fool, was soll ich denn mit Fool? Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Was haben wir hier? Der bringt mir nichts. Okay. Secret Room nicht. Und dann ist der wieder an irgendeinem komischen Ort. Okay, läuft gut gegen mich. Lief perfekt. Wir nehmen das mit. Ja, ist nicht perfekt. Ich hätte den Schlüssel. Ach, der droppt gar keinen Schlüssel mehr, ne? Ich hätte es trotzdem einfach versuchen sollen. Aber gut. Wir haben Holy Mantle bekommen, wir können fliegen. Es ist nicht ganz scheiße gewesen. Jetzt sind wir sogar Seraphin. Okay.
Oh mein Gott, Goathead sogar noch. Ja, jetzt kriegen wir sehr, sehr wahrscheinlich noch einen Angel Deal. Also wenn ich jetzt keinen Angel Deal kriege, dann weiß ich nicht, was mit dem Spiel verkehrt ist. Nee, gib mir das wieder. So, jetzt einen Angel Deal kriegen und dann nochmal irgendwas, was mein Damage erhöht. Das wär's doch. Perfekt. Ist eine Überlegung wert. Also es ist wirklich eine Überlegung wert, die Zunge gleich nach dem Boss mitzunehmen. Weil dann kriege ich wahrscheinlich eh keinen Deal mehr. Aber wenn die Zunge eventuell die Preise im Darkroom auch verringert, dann wäre die Zunge viel wert für mich später. Wow. Ernsthaft? Was ein Bullshit. Boah, jetzt ärgere ich mich. Hätte ich mal lieber Jesus Shoes genommen. Wir nehmen das mal mit. Wir gucken mal, ob es was bringt in der im Dark Room. Sollte aber, oder? Dann können wir im Darkroom vielleicht noch ein paar schöne, schöne Sachen mitnehmen. Eventuell kriegen wir hier noch einen Deal. Interessant. Oh, ich habe zwei Brimstone-Freunde. Nein. Gib mir nicht Bob's Brain. Mach das nicht. Interessant. Natürlich, natürlich. Ist doch klar, den haben wir noch nicht gesehen heute. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Okay.
Komm schon. Rein da. Boah, so macht Gallo gar keinen Schaden. Ich muss ihn einfach als Peitsche benutzen. Das ist gut. Wir haben das negativ, ne? Ja. Ich muss Gallo einfach als Peitsche benutzen, sonst macht er gar keinen Schaden. Schade. Aber wer weiß, vielleicht kommt das noch. Vielleicht kriegen wir noch unser schönes Damage ab, auf das ich warte. Und da ist der letzte Begleiter, auf den ich im letzten Part so sehr gewartet habe. Letzte Part wäre so unglaublich gewesen, wenn ich da dann noch conjoined geworden wäre. Das hätte, also ich glaube, das hätte das Spiel, also das hätte halt alles zerstört. Also zerstört im guten Sinne diesmal. Ach nee. Was ein dummer Raum. Aber ich habe kein Herz. Gib mir doch nicht das Rotten Heart. Warum? Warum soll ich denn so ein Rotten Heart mitnehmen? Alles nicht so cool. Aber ich muss sagen, der Eiseffekt, der ist super. Wie oft ich jetzt Gegner schon eingefroren habe. Ich glaube, das ist wirklich eins meiner Lieblings-Items aus dem Planetarium. Einfach, dass die Gegner eingefriert werden. So, probieren wir hier nochmal. Wow. Okay, rein da. Easy. Boah, no hit. Richtig gut. So, dann zeig mir mal meine Items. Was ein Bullshit. Was ein dummer, dummer Bullshit.
Und dann nehme ich extra dieses Trinket dann für mit, damit ich so einen Scheiß kriege. Hätte ich nicht wenigstens irgendwie sowas wie The Mark oder so, einfach was mir ein kleines Damage abgibt. Ich hätte ja noch nicht mal Top-Items haben wollen, aber wenigstens etwas, ey. Komm schon. Drop mir wenigstens jetzt hier auf die Ebene noch ein paar gute Kisten. Okay, machen wir direkt mal Lärm. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wurde ich halt gehittet. Nice. Okay. Dann erkunden wir die Ebene mal weiter. Und dann schauen wir mal, ob wir Mega-Satan schaffen. Komm schon, zahl aus. Ja, war klar. Aber ist okay, mir hat eh ein Herz gefehlt. Earthrow Soul of Isaac. Cool. Lass mich raten, ich krieg keine Items mehr, die ich rebauen kann. Doch. Ach, und es wird einfach nur zu Mega Bean. Alles klar. Ich verstehe schon, Spiel. Du hast keinen Bock mehr, mir irgendwelche Items zu geben. Wenn in einem Secret Room jetzt ein Item ist, was ich rerollen könnte, dann heul ich. Ja, Glück gehabt. Ja, dann hätte ich geheult. Okay, kein Problem, kein Problem. Easy. Ach, komm schon. Kann doch nicht sein. Items sind halt wirklich nicht gut. Was soll ich damit? Die sind nicht verkehrt. Weil ich halt auch viele rote Herzen habe.
Und wenn Bonzo dann einfach mal so einen Kackehaufen droppt, mit dem ich mich voll heilen kann, macht Bonzo doch, oder? Jo. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Schauen wir mal, was passiert. Wie gesagt, ich habe den Vorteil, ich kann mich später auch einfach hinter der Kugel verstecken. Okay, die sollte ich so bekämpfen. Und gegen Mega-Satan lasse ich Gallo einfach wieder schießen. Ja, wir machen aber guten Damage. Ich glaube, liegt auch daran, weil wir so ein paar Effekte an den Tränen haben. Bootcake halt, ne? Weg. Also ich wurde bisher noch nicht getroffen. Hält denn die Elgis-Rune? Habe ich jemals gesehen, dass so ein Engel Laserstrahlen schießt? Ich glaube, sonst hatte ich die Engel vorher immer tot. Perfekt. Und ich habe noch volles Leben und den Holy Mantle. So, jetzt platzieren wir uns hier schön. Ja gut, weil das Feuer so seitlich kam, ne? Ja, und bei euch so... Ich chill hier gerade so ein bisschen, töte den Mega-Satan, alles entspannt. Ich meine, Mega-Satan ist zwar ein cooler Bosskampf, aber ich meine, ich habe jetzt nicht so die OP-Sachen bekommen. Der Run ist nicht broken und trotzdem ist Mega-Satan so einfach. Und ich könnte sogar zu Delirium gehen. Machen wir aber nicht. Ja, nice. The Twins. Fool's Gold. Oh. Wir sind mit Tainted Lilith fast fertig. Genauso wie mit... Wo war er? Mit AIM. Und mit ihm. Na gut, Leute. Super Run gewesen. Nicht so stark wie der letzte, aber trotzdem sehr gut. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei wart. Seid beim nächsten Part auch sehr gerne wieder mit dabei. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und ich sag, bye bye.